Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar habe ich ein neues Buch aus dem Feuerwerk Verlag gelesen. Der Feuerwerk Verlag ist ja auch ein eher kleinerer Verlag, der sich mit Liebesgeschichten befasst. Also wenn ihr sowas gerne lest, schaut auf jeden Fall dort mal vorbei. Und ja, ich habe vom Verlag dieses Buch hier bekommen und zwar ist das Immer noch Wir von Elijah Janus, ich weiß es nicht. Ich werde dieses Buch euch nicht weiter in die Kamera halten, denn dieses Schätzchen hier hat ein neues Cover bekommen und ich blende euch das Cover jetzt einfach an dieser Stelle hier einfach mal ein, dass ihr nicht vergebens nach diesem Cover hier Ausschau haltet. Ich habe es jetzt halt noch mit dem alten Cover bekommen. Ich muss sagen, ich finde das alte Cover auch echt hübsch, aber das neue Cover sieht halt auch echt richtig süß aus. Und ja, auf jeden Fall habe ich Immer noch Wir gelesen. Und wenn ihr wissen wollt, wie mir das Buch gefallen hat, dann bleibt jetzt einfach dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag, dass ihr mir das Buch zur Verfügung gestellt habt. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich das Buch von euch bekommen habe und lesen durfte. Und ja, kommen wir wie immer als allererstes mal zum Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Carolina und Joe. Und die beiden waren in frühester Kindheit, also so Kindergarten, Grundschule, die besten Freunde und komplett unzertrennlich. Und ja, dann haben die beiden leider den Kontakt zueinander verloren. Wieso, weshalb, warum, verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Das solltet ihr dann beim Lesen selber herausfinden. Und ja, haben sich dann nie wieder gesehen. Da waren sie beide so ungefähr 10 Jahre alt, als das passiert ist. Und unsere Geschichte setzt 25 Jahre später wieder an einem Herbstabend in einer Disco auf einer Ü30-Party. Und Carolina ist mit ihren beiden besten Freundinnen auf dieser Party und sieht dort einen Typen. Und dieser Typ starrt sie an. Und sie denkt sich so, was ist denn das für einer? Ignoriert ihn zunächst und als sie dann aber zur Bar geht, um sich was zu trinken zu holen, spricht dieser Typ sie an und sagt ihr, hey, ich kenne dich irgendwoher, ich kann aber leider nicht sagen, woher. Ich kann dich irgendwie nicht zuordnen. Und als sie ihn ansieht, geht es ihr ganz, ganz genauso. Also sie hat auch einfach das Gefühl, dass sie ihn kennt, aber sie kann ihn absolut nicht zuordnen. Und die beiden unterhalten sich dann so kurz miteinander. Carolina geht dann auch wieder zurück zu ihren Freundinnen und verbringt den Abend mit ihren Freundinnen. Und kann dann aber diesen Typen in dieser Bar nicht vergessen. Und überlegt, wer er ist. Und ihr fällt es partout nicht ein. Und 4 Wochen später ist ihr dieser Typ immer noch nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat irgendwas an ihr berührt und sie hat irgendwie eine Verbundenheit zu diesem Mann gespürt, was sie sich selber nicht erklären kann. Und sie möchte jetzt halt einfach gerne dieses Rätsel lösen, wer er denn eigentlich ist. Also geht sie mit ihren Freundinnen auf die nächste Ü30-Party und hofft jetzt einfach mal, dass er auch wieder dort ist. Und auf diese Ü30-Party angekommen, trifft Carolina dann diesen besagten Mann natürlich wieder und unterhält sich mit ihm. Und die beiden einigen sich darauf, sich gegenseitig die Namen nicht zu verraten, denn das würde das Ganze ja viel, viel einfacher machen. Und sie möchten sich halt gegenseitig kennenlernen. Sie möchten wissen, wer der Mensch da gegenüber ist, zu dem sie diese starke Verbundenheit auch spüren. Und so stellen sie sich Fragen aus ihrem Leben und stellen Theorien auf, die der andere dann bejahen oder beneinen muss. Und kommen so dann Stück für Stück dem Ganzen ein bisschen näher. Und am Ende des Abends nimmt Carolina diesen Mann mit nach Hause. Denn sie fühlt sich zu ihm sehr, sehr stark hingezogen. Sie wissen immer noch nicht, wer der andere ist. Und ja, Carolina, wie gesagt, spürt aber diese starke Anziehungskraft und nimmt diesen Mann dann halt mit zu sich nach Hause. Sie hatte auch noch nie einen One-Night-Stand oder irgendwas und denkt sich aber, scheißegal, ich will diesen Mann. Und ja, bei sich zu Hause angekommen, sieht dieser Mann ein Foto, das in ihrer Wohnung steht und sagt daraufhin zu ihr, ich kann das nicht, ich kann das jetzt nicht mit dir, ich weiß, wer du bist. So, und sie denkt sich dann so, okay, weil sie hat nicht gesehen, dass er dieses Foto gesehen hat und sie denkt sich dann so, okay, wer ist das? Und warum weiß er auf einmal, wer ich bin? Sucht in ihrer Wohnung alles ab und sieht dann halt auch dieses Bild und in dem Moment weiß sie dann auch absolut, wer er ist, nämlich ihr Freund aus der Kindheit, den sie vor 25 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und die Frage in dieser Geschichte ist, kann eine Freundschaft, die in frühester Kindheit so stark verbunden war, auch als Erwachsene weiter bestehen? Und was ist mit dieser Anziehungskraft, die beide auch zueinander verspüren? Kann daraus mehr entstehen? Und das ist es im Endeffekt, worum es auch in dieser Geschichte geht. Und ich glaube, mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch nicht verraten. Das sage ich jetzt auch nicht zu der Geschichte. Lest dieses Buch selber. Ich kann nur sagen, dass ich trotz allem, dass dieses Buch streckenweise sehr, sehr kitschig ist, ich dieses Buch sehr realistisch fand in seiner ganzen Art und Weise. Also was den Inhalt betraf und auch den Verlauf der Geschichte, hat mir das Ganze echt gut gefallen. Ich habe das Buch angefangen zu lesen und habe so gedacht, so ja,
liest mal rein, guckst mal, wie es ist. Und dann, als ich dann fertig war mit Lesen, war ich fast fertig. Da hatte ich, glaube ich, noch 60 Seiten, aber ich musste dann halt aufhören, weil ich ins Bett musste. Sonst hätte ich es wahrscheinlich in einem Rutsch gelesen, denn ich konnte dieses Buch nicht wieder weglegen. Diese Geschichte hat mich einfach gefesselt, weil ich die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl hatte, dass das eine Geschichte ist, die echt ist. Dass es eine Geschichte ist, die mir meine Freundin erzählen könnte, die ja tatsächlich so passiert ist. Und das fand ich halt richtig gut bei dem Buch, dass das halt, wie gesagt, so eine Geschichte war, wo ich sage, yo, das ist keine Geschichte, die erfunden sein könnte, sondern das ist eine Geschichte, die tatsächlich so im Leben passiert sein könnte. Und das fand ich halt richtig, richtig gut. Und diese Geschichte hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Also ich fand den Inhalt der Geschichte gut, ich fand den Verlauf der Geschichte gut, ich fand, wie sich das Ganze entwickelt hat in diesem Buch gut. Ich habe das den Charakteren auch komplett abgenommen, warum die so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, warum sie so empfunden haben, wie sie empfunden haben. Ich konnte die Schwierigkeiten, die die beiden in dieser Geschichte ja auch überwinden müssen, das konnte ich komplett nachvollziehen. Ich konnte mich in ihn gut hineinversetzen, ich konnte mich in sie gut hineinversetzen. Also für mich waren diese Charaktere einfach echt und greifbar und das fand ich einfach richtig, richtig gut. Ansonsten kann ich zu den Charakteren nur sagen, dass Lina, was ja der Spitzname von Carolina ist, und Joe auch sehr, sehr sympathische Charaktere sind, mit denen man auch wirklich mitfühlen kann. Also ich finde, die Autorin hat es halt geschafft, einem wirklich ein gutes Bild von den Charakteren zu zeigen und halt auch die Hintergründe entsprechend zu erklären, sodass man auch verstehen kann, was die beiden so empfinden und was halt auch so die Probleme der beiden sind. Gerade bei Joe, muss ich sagen, hat mir das richtig gut gefallen. Ich konnte ihn 100% verstehen, ich konnte das auch nachvollziehen, warum er so denkt, wie er denkt und warum er so ist, wie er ist und warum er die Ansichten hat, wie er sie hat. Denn, ich konnte das einfach komplett nachvollziehen bei ihm. Und auch bei Carolina habe ich mich absolut gut in sie hineinversetzen können. Ich habe mit ihr komplett mitgelitten an manchen Stellen. Ich habe da komplett mitgefühlt und ich fand halt einfach diese Charaktere so echt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Auch was die Nebencharaktere betrifft, fand ich die richtig gut. Ich fand den Bruder von Joe richtig gut. Ich fand halt auch die Freundinnen von ihr richtig gut. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Und was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat mir auch super gefallen in der Umsetzung. Wie gesagt, waren für mich sehr, sehr echt. Vom Setting her befinden wir uns hier in Aachen, in Deutschland. Und ich kenne Aachen jetzt als Stadt persönlich nicht. Also ich war da selber noch nie. Aber ich konnte mir die Orte, die uns die Autorin gezeigt hat, schon sehr gut vorstellen. Also ich hatte keinerlei Probleme, mir das Café vorzustellen, wo sie jetzt arbeitet. Oder auch diese Disco, wo die da waren, hatte ich keine Probleme, mir das vorzustellen. Oder auch die Wohnung der beiden. Also das hat die Autorin super umgesetzt. Und ein Flugzeug. So, Flugzeug ist weg. Sorry für die Unterbrechung. Also wie gesagt, vom Setting her hat es mir auch gut gefallen. Ich konnte mir das gut vorstellen alles. Ich hatte da keinerlei Schwierigkeiten mit. Es war keine Geschichte, die sehr, sehr detailreich war. Also die Autorin hat sich jetzt hier nicht in Details verloren. Es war alles grob gezeigt von der Autorin. Also sie hat grob erklärt, wie was aussieht. Und das hat mir völlig ausgereicht. Ich bin ja eh nicht so der Mensch, der so bis ins kleinste Detail beschrieben haben muss, welche Farbe die Tapete hat oder sowas. Also von daher war das für mich völlig okay. Was den Schreibstil betrifft, ist das ein lockerer, leichter Schreibstil. Aber wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr echt und sehr, sehr ehrlich. Und ich finde, die Autorin hat einfach eine gute Art gehabt, das alles rüberzubringen. Also wie gesagt, ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass das eine Geschichte ist, die mir meine Freundin erzählen könnte, dass ihr das halt so passiert ist. Und ich würde da zuhören. Also so kam das für mich rüber und das fand ich wirklich richtig gut. Die Geschichte ist natürlich auch streckenweise sehr kitschig und sehr dramatisch und alles. Das hat die Autorin auch gut rübergebracht. Aber ich finde, sie hat die Geschichte super gut verpackt und super gut erzählt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal eine etwas andere Liebesgeschichte lesen wollt, außer immer diesen Dauerkitsch und dieses Dauerüberdramatisiert und so ein Kram, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Immer noch Wir ist eine richtig tolle, ehrliche, offene Liebesgeschichte, wie gesagt, die aus dem realen Leben sein kann, finde ich für mich auf jeden Fall. Und das hat mir sehr gut gefallen und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Falls ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, könnt ihr mir wie immer natürlich gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Schaut euch das Buch auf jeden Fall an und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.